Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Cave Johnson. Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Carolyn? Heißt eine Carolyn? Was zur Hölle? Ich würde da gerne durch. Ich würde dort gerne hindurch. Elevator to surface. Aber nein, wir kommen da nicht rein. Hiermit muss ich sicher irgendwas tun. Komme ich da irgendwo im Ansatz durch? Nee. Und was ist das überhaupt, was da davor ist? Wieso kann ich da nicht durch? Ich will nach draußen! Mann! Okay. Was gibt es denn hier hinten? Und wieso ist diese Höhle so verdammt riesig? Kann ich hier runter? Nee, ich kann gar nicht runter. Da ist die riesige Kugel der Testgelände. Beta. Och nö. Och nö. Ich will mit dem Aufzug nach draußen, aber nein. So eine komische Holzspanplatte hält uns auf. Die kann man doch eintreten, verdammter. Mann. Pumpstation Beta. Orangene Glibber? Was ist denn das? Was muss ich hier machen? Da Portal. Da Portal. Das bringt jetzt nichts. Wie sehe ich überhaupt aus? Das würde mich mal interessieren. Ich habe mich noch gar nicht selbst gesehen. Das könnte man mal hier schauen. So war das nicht gedacht. Nee, sieht man nicht. Mann, so ein Dreck. Wie auch immer. Wobei? So vielleicht. Na, viel erkennt man nicht. Was muss ich hier drin machen? Da hoch. Okay. So, dann hüpfen wir mal hier durch. Und. So, das dürfte besser sein. Und sind oben. Perfekt. Hier können wir nicht durch, da können wir nicht durch. Aber da können wir, glaube ich, hoch irgendwie. 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 Oder auch nicht. Ha. Da können wir ein Portal hinsetzen. Was bringt uns das? Ach, wir können da runter und dann da hinten durchhüpfen. So, so. Das heißt, so viel wie... Ist ja sowieso schon ein orangenes Portal. Ich muss nur irgendwie... Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Da wollen wir irgendwie hin. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Und wenn wir hier sind, dann kann ich da oben ein Portal setzen. Warten wir mal. So, ein orangenes bitte. Perfekt! Wow. So, hier drin. Pumpstation. So, der ist an. Und der ist an. Nun passiert nichts. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn wir keine angemacht hätten. Aber wie auch immer. Die Musik beginnt wieder. So, da müssen wir uns sicher irgendwie hochkatapultieren. Da hoch, wetten wir. Wetten wir. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Und genau das seid ihr. Ich kann davon nicht
ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Na, danke. Gehen wir da hoch irgendwie. Da kann ich Portalen setzen. Da, perfekt. Okay. Dann gehen wir mal hoch. So. Perfekt. Und wenn wir dahinter zum Kontrollroom wollen, wo wir hier natürlich nie... Okay, wir kommen hier oben mal rein. Was gibt's denn hier alles? Telefon, Rechner, Maschine. Sie hatten damals schon Rechner, das waren doch zu Zeiten vom Zweiten Weltkrieg. Ja, wobei... Da waren doch erst mit Konrad Zuse und so den kleinen Rechnern war doch erst... Wie auch immer. Was ist das da hinten überhaupt? Fahrstuhl? Egal, ich mache mich erstmal auf nach da hinten. Und... zack. Klonk. Okay, das war definitiv die falsche Stelle. Gehen wir nochmal da hoch. Und versuchen es diesmal hier vorne. Lass mich hier durch. Dankeschön. Perfekt. Geht doch. Hallo. Du könntest doch gern. Könntest du... Au! Diesen Vogel für mich töten. Oh, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Eine Sekunde. Ich würde sagen, Nummer 1, stellen wir mal Untertitel an und zum anderen klingelt bei mir gerade das Telefon. Ich bin gleich wieder zurück. So, da sind wir wieder und ich habe... Ich kann mich nicht bewegen und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Ja, natürlich. Okay. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffeln, noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Das ist geil, das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Wie auch immer. So, dieser Schalter, der dadurch losgelassen wurde, dass wir die Kartoffel aufgehoben haben, hat hier wohl diesen Steg ausgefahren, so wie es aussieht. Das heißt, ich gehe erstmal wieder nach oben hier. Aber man sieht, ich habe die Untertitel eingeschaltet, das ist ein ganzes Stück angenehmer jetzt, weil diese Kartoffel zu verstehen ist doch eine Leistung, muss man so zu sagen. Perfekt. Auf hier durch. Komm schon. Komm schon. Und wir haben GLaDOS in unserem Petto. Jetzt, zumindest die alte GLaDOS. Und die ist jetzt mit uns hier am Rumlatschen in Form einer Kartoffel. Und jetzt ist sie wieder mit uns verbündet, oder wie? Ist in der Zwischenzeit was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier... Was? Was ist hier los? Okay. Da ist eine Rampe und da ist... Thank you. Na, bitte. Okay. Was ist hier los? Lass mich mal da hoch, bitte. So. Dann, mach mal da bitte alles voll mit Glibber. Danke. Danke, danke, danke. Was macht dieses Zeug? Ich habe das in Trailern gesehen, dass das einen schneller machen kann irgendwie. Propulsion Gel oder so. Perfekt! Woo! Ey, das ist cool. Das ist echt cool. Okay. Hier brauchen wir auch, oder wie?
Ja, so wie es aussieht, brauchen wir hier auch. Jo, dann würde ich mal sagen. Das war ultra klug. Das war echt ultra klug. So, da haben wir einen blauen, da haben wir einen orangenen. Perfekt. Dann tun wir jetzt hier den blauen nach oben setzen. Und bewegen uns durch den orangenen durch. Dann sind wir da oben. Und wir können guten Gewissens hier unten einen... Da haben wir den blauen. Okay, dann setzen wir hier unten den blauen hin. Und go, go! Mach mal da hinten alles nass, bitte. Perfekt. Hier brauchen wir wohl nochmal, so wie es aussieht. Oder? Nö, brauchen wir nicht. Zurückkommen tun wir ja von hier. Gut. Den Würfel, da hätten wir vorher, da können wir da oben dann das Ganze höher stellen, so wie es aussieht. So, dann kann ich hier den Orangenen hinmachen. Perfekt. Wenn ich jetzt, das Gel ist ja abartig cool. Hier hinsetzen. Dann können wir da hochspringen. Wenn wir da hochspringen. Woo! Sind wir hier oben. Do not leave your belongings here. Leute, for more than 20 minutes. Touch the glass. Wir sollen das Glas berühren. Berühren. Ja, das nur am Rande. Ach, do not touch the glass, okay. Okay. Do wear a shirt and shoes at all times. Do move quickly through your test track and do not forget to not touch the glass. Das ist ja cool. Alter, ich finde den Humor göttlich. Do not forget to not touch the glass. So, ich würde mal sagen, da müssen wir hoch und den Schalter drücken. Das heißt, wir holen einfach ein bisschen Schwung, oder? Komm schon. Gedrückt. Hier, runter. Genau, danke. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Okay. Hier kommt blaues Zeug raus, oder wie? Okay. Und hier kommt nämlich dann mal schwer ein rotes, oranges Zeug raus. Das heißt... Was müssen wir überhaupt machen? Dahinter kommen? Oder was? Ich kann das Zeug doch sowieso nicht umlenken hier, oder? Oder wie soll ich das umlenken? Das bringt uns hier nicht weiter. Ach doch, ich kann darunter Portale setzen, okay. Dann würde ich mal sagen, hier rennen wir einfach mal. Hier rennen wir entlang. Und dann, ja, okay, was machen wir, wenn wir hier entlang rennen? Was können wir hier machen? Ich versuche das einfach mal jetzt. Ich kann da sowieso nichts zumachen damit. Probieren wir das hier mal aus. Ne, das bringt jetzt nicht sonderlich viel. Ich glaube mal schwer, dass ich da irgendwas mit Springen brauche. Ja, dann muss ich dann dagegen hüpfen. Glaube ich. Ja, okay, dann machen wir mal hier den Orangenen hin. Und her damit. Komm schon. Danke. Und das orangene Zeugs brauchen wir dann wahrscheinlich, wo überhaupt? Da komme ich nicht rüber, aber ich muss da irgendwie, ich muss da irgendwie rüberkommen. Ich da irgendwas hinsetze? Nur mal so als Test jetzt. Ah. Perfekt. Ja, okay, das erklärt die ganze Geschichte dann. Mach mal hier hin.